Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis mit dem Flug über unser neues Pumpspeicherkraftwerk, was wir ja in der letzten Folge errichtet haben. Das Wasser muss ich noch ein kleines bisschen hier sortieren. Aber jetzt haben wir hier nochmal eine neue Möglichkeit der Energiespeicherung im Zuge unserer nachhaltigen Stadtentwicklung. Da wollen wir jetzt heute noch weitermachen, dass wir jetzt hier das Pumpspeicherkraftwerk noch weiter in die Infrastruktur unserer Stadt Viridis integrieren. Dann machen wir auch direkt weiter. Ich denke, wir müssen hier noch mal so ein bisschen nacharbeiten. Ein paar Dinge können wir hier noch tun mit dem Ober- und Unterbecken. Und dann ist so ein bisschen meine Idee, wir haben hier unten noch zwei lose Enden oder mehrere losen Enden, was die Straßen angeht, hier einmal. Dann hier noch dieser Industriebezirk aus, der gehört ja jetzt zu Marxloh. Wir haben hier noch die Schienen, die hier erstmal im Nirvana enden. Und vielleicht können wir hier diesen ganzen Bereich hier noch weiterentwickeln. Das soll jetzt heute der Plan sein. Bevor wir aber weitermachen, steigen wir mal hier mit ein paar Zäunen ein. Ich denke, ein klein wenig sollten wir das hier einzäunen und ein paar, das machen wir nämlich noch vorher, ein paar Erdarbeiten hier nochmal machen, denn ich finde, dass wir hier, also dieser Hügel, der ist so ein bisschen übertrieben. Upsala, das war der falsche. Wir wollten das Gelände glätten. Das war, glaube ich, ganz sinnvoll. Die Konturen blenden wir aus. Dann sollten wir hier dann doch nochmal einen Zaun ergänzen. Es ist ja nun mal ein Kraftwerk, das heißt ja zum Schwimmen natürlich nicht freigegeben. Aber ich finde, wir sollten trotzdem natürlich der Bevölkerung die Möglichkeit offerieren, hier dieses Kraftwerk zu besuchen. Dann gucken wir hier die Straße, wie wir hier nochmal einen Zugang hier rum machen. Das gucken wir mal. Wir werden hier nochmal einen Zaun entlang setzen. Das hätten wir so ein bisschen abgetrennt. Das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Ja, hier können wir mal ein bisschen an Moosen ergänzen. Damit haben wir jetzt hier unser Pumpspeicherkraftwerk soweit abgeschlossen. Dann können wir hier schauen, ob wir hier nochmal Objekte haben, die wir hier ergänzen können. Ich glaube, hier ist nichts dabei. Diesen Pumpendienst als Wartungsgebäude. Man könnte hier vielleicht nochmal so ein Geothermie-Heizkraftwerk, aber das macht hier an der Stelle eigentlich wenig Sinn als Gebäude. Na, ich glaube, damit können wir jetzt erstmal hier unser Kraftwerk verlassen und jetzt überlegen, wie wir hier weitermachen. Wir haben hier noch ein paar Probleme mit dem Müll. Das möchte ich auch noch mal einmal angehen. Das liegt nämlich daran, dass hier die Straße angrenzt an eine Fußgängerzone. Das heißt, hier geht es nicht weiter. Das ist natürlich ein hausgemachtes Problem. Wir können hier, genau, diese zweispurige Straße, die können wir aber hier rumführen. Da brauchen wir aber die Konturen, dass wir hier auf der Höhe weiter lang fahren. Dann kommen die Müllautos nämlich auch hier hin. So, bis hier vorne. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, mal einen Blick von oben. Diese Industriestraße, da brauchen wir wieder unseren Fahrradweg. Vierspurige Straße mit Grünstreifen. Hier vorne führe ich das mal hier entlang dieser dicken Höhenlinie. Und dann mal gucken, können wir hier, da müssten wir eigentlich schön eine Verbindung schaffen. Ah, das sieht gut aus. Sagt hier dieses Kreuz, da müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Vielleicht müssen wir da auch noch mal ran. Wir haben hier bei dem Industriegebiet, machen wir direkt weiter. Als Begrenzung
Und dann müssen wir terrassenförmig will ich jetzt hier vorgehen und in den Berg bauen. Das lässt sich ja gar nicht anders regeln, denn die Höhenunterschiede sind schon immens. Also das mal angucken hier, haben wir es. Wir sind, na, was hier mit? Wir sind hier bei 139 und hier oben bei 186. Also das ist schon ein großer Höhenunterschied. Das sehen wir auch hier, wenn wir das Network Multitool nutzen und von hier aus bis hier messen. Quatsch, das war das Falsche. Das ist hier das Tool. Gefälle einstellen. 9%, 8,6. Das ist schon ziemlich steil. Eigentlich müssten wir uns hier irgendwie so hoch meandern, wenn wir es mal so nennen wollen. Wir haben hier jetzt auch noch die Gleise. Jetzt muss ich mal gucken, welches Gleis. Das Gleis hier. Füllen wir hier raus. Das Gleis hier, das ist das. Müsste eigentlich das Gleis sein für den Personenverkehr. Oder? Ja. Hier ist der Güterverkehr unterwegs. Dann müsste das. Ist das der Personenverkehr? Hier fahren die Personenzüge. Sieht gut aus. Dann nutzen wir das, um hier wieder Konturen an. Das geht natürlich jetzt nicht so gut. Aber wir schauen mal, wie gut wir hier die Schienenverbindung setzen können auf diesem Höhenniveau. Und jetzt hier eine Verbindung nach außen, prima. Das ist gut. Der Güterverkehr, da müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen, ob wir den auch hier lang führen. Das sehen wir dann noch. Aber jetzt haben wir schon mal eine Verbindung. Wir können hier direkt mal so einen Bahnhof hinsetzen. Hier gibt es auch diese hochgesetzten Bahnhöfe. Wo haben wir den denn? Ebenerdig. Erhöhter Umgehungsbahnhof. Genau, den möchte ich gerne hier platzieren. Schauen, wie wir das geschickt machen, dass wir hier vorne dann das Ganze mal, da muss die Straße hier unten sein. Ja, gar nicht mal, ich muss von oben kommen, muss ich auf der Rückseite machen. Na, genau, falsch rum. Wir wollen von unten kommen. Das können wir ja noch mal ausmessen, damit wir es direkt richtig machen. Also wir haben jetzt hier 124, dann 114, pardon, dann müssen wir irgendwo hier auf dieser Linie die Straße ziehen. Der erhöhte Bahnhof bitte. Und dann setzen wir hier die Schienen. Ja, hier haben wir halt ein bisschen Kante. Das ist aber, glaube ich, unproblematisch. Und die Straße hier muss natürlich dann entsprechend hier sich drunter her schlängeln. Also 113. Dass sie hier drunter her passt. Das muss der Weg sein. Ah, die Verbindung war sogar wichtig, sehe ich gerade hier. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, dass wir jetzt auch hier nochmal Zugang haben für die Autobahn. Ich glaube, diese Straße ändern wir mal auf hier eine vernünftige Straße. Ja, besser. Da müssen
müssen wir jetzt irgendwie drunter her. Das wird schon etwas schwieriger. Da diese Verkehrsführung, da müssen wir mal schauen. Also von hier aus hier hoch. Das wird noch mal steil. Passt das hier drunter? Ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen tricky. Die Verbindung wäre geschaffen. Jetzt ist der Plan, hier einen weiteren Stadtteil zu ergänzen, da noch ausreichend Abstand. Aber ich glaube, da brauchen wir wieder so Terrassen, damit das funktioniert. Dass wir quasi hier immer in so 10 Meter Schritten gehen. Für die Fahrradwege haben wir natürlich dann, ich denke, Ende des 21. Jahrhunderts E-Bikes. Ansonsten wird das, glaube ich, sehr mühselig hier mit dem Fahrrad. Fast so wie in San Francisco, upsala. Da mit dem Fahrrad zu fahren ohne unterstützenden Elektroantrieb wird das, glaube ich, nichts. Gut, wir werden hier dann jeweils noch Verbindung quersetzen. Also hier hoch. Das sind dann steile Verbindungen. Das ist nicht ideal, das weiß ich. Aber ich glaube, das brauchen wir, damit das hier einigermaßen passt. Hier gehen wir auch nochmal hoch. Und dann kommt vielleicht ein rechter Winkel. Ja. Da setzen wir dann hier Fußgängerzonen und zwar immer hier hinten, dass die Gebäude dann vorne sind. Das ist der Plan. Idealerweise direkt mit einer Busverbindung. Dann machen wir das per Straßenbahn. Schauen wir mal hier. Das ist, glaube ich, zu breit, ne? Ich finde dieses Straßenbahnkonzept eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir schauen mal, dass wir das jetzt hier, müssen eigentlich immer dann die Wendekreise so setzen, dass die Straßenbahn dann auch wenden kann. Und dann auch oben am Bahnhof vorbeifährt. Ja, 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 das machen wir. Die Hauptstraßen müssen wir wieder ersetzen, aber da gibt es doch hier auch Straßenbahnen, Fahrradwege, genau. Das tauschen wir einmal aus. Das machen wir gleich wieder anders. Hier brauchen wir sie nicht, aber hier. Und dann gibt es das hier nochmal in der kleinen Variante. Damit, genau. Das mag er nicht. Dann geht der Bahnhof nochmal einmal weg. Da haben wir jetzt kein so großes Problem mit. Und wollen wir hier unseren erhöhten Bahnhof. Die Verbindung steht auch. Hier brauchen wir die Straße, die kann dann aber wieder übergehen in diese Fußgängerzone. Weil wenn wir hier oben könnten wir vielleicht noch so Serviceeinrichtungen platzieren, das gucken wir uns dann gleich noch mal einmal an. Wir gehen bis hier vorne.
ziehen die Straße nach und jetzt sollten wir hier nochmal das Multitool bemühen, um hier die Höhen ein bisschen zu bringen, auf 15, 16%, das ist schon irrsinnig steil. Das kriegen wir woanders, glaube ich, nicht wirklich geregelt. Hier ist, was hat er hier gemacht? Eine Brücke oder was? Tatsächlich. Oder? Hä? Das sieht so komisch aus. Nee, das sieht nur komisch aus. Ich dachte, hier wäre eine Brücke. Ja, gut. Wir brauchen einen Servicepunkt für diesen neuen Stadtteil. Den setzen wir mal in die Nähe des Bahnhofs. Muss in der Nähe der Straße sein. Und jetzt könnten wir ihn auch hier vorne in das Industriegebiet setzen. Das macht, glaube ich, sogar noch mehr Sinn. Da haben wir dann die entsprechenden Kapazitäten. Das heißt, wir schaffen hier mal ein bisschen Platz für genau solche städtischen Objekte. Das können wir auch an die Hauptstraße setzen. Das sollte man ja eigentlich nicht machen, aber ich glaube, in unserem Fall ist das unproblematisch. Brauchen wir direkt einen größeren, oder direkt einen größeren, wieso nicht? Nee, wir machen es. Wir machen es auch richtig. Wir setzen hier, machen hier nochmal so einen Service Point. Ein bisschen abgegrenzt, das sollte so hübsch sein. Falsche Straße, das kann ruhig eine Industriestraße sein. Das ist ja nochmal ein Industriegebiet. Hier vorne brauchen wir aber die Straßenbahn, denn dann setzen wir das Straßenbahndepot direkt hier vorne hin. Und hier müssen wir upgraden und die Straßenbahn noch kommen. Die Straßenbahn hier, Depot. Das passt hier hin. Da kann die Straßenbahn dann auch wenden. Das ist wunderbar. Den Teil brauchen wir nicht. Wir wollen unseren Service Point. Der kommt direkt nebendran. Wir platzieren hier noch das Recyclingzentrum. Und dann füllen wir das hier direkt noch auf mit einem Zaun, damit wir das hier so direkt so ein bisschen abgegrenzt haben. Und dann die obligatorischen Fußwege, damit die Leute, die hier arbeiten, dann auch ein bisschen sich entspannen können. Wir können hier vielleicht nochmal zwei, drei kleinere Gewerbeeinheiten platzieren und nochmal ein bisschen Büro, quasi die Verwaltung dann hier für diese Objekte. Ja, das sieht doch ganz manierlich aus. Hier können wir mal hinter dem Objekt hergehen. Gucken wir uns das an. Das gefällt mir gut. Dann haben wir hier was für die Straßenbahnen. Die können dann hier lang fahren. Hier fehlt noch die. Achso, da fehlt noch ein Stück Straßenbahn. Falsche Straße. Diese hier. Hier runter muss sie nicht. Das kann dann diese Straße werden. Das gefällt mir auch ganz gut. Hier diese Anhöhen. Das gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. Weil das hier zu steil ist. Okay, das
Sollten wir aber auch hinbekommen, wenn wir hier nochmal dieses Gelände glätten. Wir können jetzt diese. Haben wir jetzt hier unsere Fußgängerzone da? Die ziehen wir jetzt hier rum. Schaffen dann hier auch einen neuen Stadtteil. Diesen Stadtteil, den geben wir auch noch einen Namen. Das wird dann Friedrichsfeld. Und das brauchen wir auch hier noch einen normalen Stadtteil. Auch den definieren wir hier mal eben. Statt Wildau natürlich auch Friedrichsfeld. Mal haben wir hier noch einen schönen Stil, Modern City Center. Ja, wieso? Tauschen wir das hier nicht noch aus? Haben wir noch ein paar Richtlinien vielleicht? Haben wir hier Schule aus? Brauchen wir nicht an der Stelle, das soll ein normales werden. Hochhaus Hightech Häuser. Elektroautos. Brauchen wir nicht. Haben wir eh nicht. Städtische Einrichtungen sollten wir noch ergänzen. Wir haben hier oben auch noch, hier fehlt noch eine Reihe an Fußgängerwegen. Da nehmen wir auch nochmal die Straßenbahn. Naja, gut, da ist Hopfenmalz leider verloren, das geht nicht anders. Oh, hier ist echt viel Verkehr. Klar, ich habe natürlich jetzt noch den Personennahverkehr, den Individualverkehr verboten. Hier fahren gerade alle Leute mit dem Auto. Gucken wir uns kurz nach dem Pumpspeicherkraftwerk. Das Wasser hat sich beruhigt und kann jetzt zur Speicherung genutzt werden. Vorne ein paar Bäumen, dass wir vorne mal eine Reihe machen mit Multitool aus hier. Und die Idee, dass wir jetzt hier natürlich eine niedrige Wohndichte machen. Hier an der Kante machen wir Gewerbe. Aber auch da wird wahrscheinlich gar nicht so viel gehen. Da müssen wir das jetzt schon vorab machen hier. Hier noch ein paar Bäume pflanzen. Können wir diesen Brush nehmen, glaube ich. Grenzen wir das Wohngebiet hier noch mal ein bisschen ab. Wir sollten natürlich dann gleich hier noch Fußwege durchsetzen, aber ich glaube, das macht schon mal so Sinn, dass der Verkehr hier umgeleitet wird. Aber das ist auch eine große Sackgasse. Ne? Eine Verbindung spenden wir euch. Wo haben wir denn hier unsere Industriestraße hier? Gut, aber dann haben wir das ein bisschen abgegrenzt hier. Das passt ja eigentlich ganz gut. Die Bäume hier, die will ich ruhig lassen. Jetzt brauchen wir Schulen. Ich sehe schon, wir haben ja auch hohen Bedarf an den Grundschulen. Da müssen wir sowieso mal gucken, wo wir hier noch Luft haben. Hier. Interessant, dass das hier. Also hier ist gar keine Grundschule, okay. Da sollten wir vielleicht nochmal hier. Hier ist auch noch Möglichkeiten, dass wir hier hinten eine hinsetzen. Reißen wir ein paar Häuser ab und platzieren nochmal ein paar Grundschulen. Denn Bildung ist wichtig. Hier machen wir keine. Ja, das geht schon. Wir brauchen jetzt hier Grundschulen. Die setzen wir. Wenn wir uns kurz nochmal auf die Konturen achten, dass wir die auch richtig setzen. Und zwar immer auf diese Seite.
Die Straße ist leider Gottes falsch. Da hat sich nämlich, die hat sich nicht auf den Boden gesetzt. Also, ne, eigentlich alles richtig. So, auf den Boden, das ist gut. Ja, das ist besser. Eine Grundschule hier vorne noch hin. Brauchen hier eine. Ja, das sollte, glaube ich, reichen. Ja. Oben vielleicht auch noch eine, ja. Was haben wir noch alles an Bedarf? Die Gymnasien. Große Oberschule. Haben wir dann noch eine Universität? Die brauchen wir hier an der Stelle nicht, weil die ist aber sehr groß. Da oben noch eine. Und hier, die hat einen guten Zugang. Das sollte aber auch reichen. Dann haben wir das, da brauchen wir, glaube ich, nichts von. Wir haben beim Gesundheitswesen ein Altersheim. Platzieren wir hier unten, da hat natürlich nicht guten Zugang zu irgendwas. In dem vom Bahnhof das Altersheim, dann haben die Menschen die Möglichkeit, schnell irgendwo hinzukommen. Wir brauchen hier Krematorien. Idealerweise so an den Straßen, damit der Zugang gut ist. Haben wir sonst noch Annehmlichkeiten? Ein Krankenhaus wäre gut. Kriegen wir das hier irgendwo rein? Das ist natürlich schon groß, ne? Krankenhaus, die Größe. Das braucht schon viel Platz. Passt das hier rein? Moment, das sieht aber auch hässlich aus. Hier vorne geht leider nichts. Das müssen wir anders machen. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Indem wir da hier die Straßen so ziehen und dann hier runterkommen. Und jetzt nochmal hier nach dem Krankenhaus schauen. Das mag er nicht, weil es keine Straße ist. Das ist das Problem. Hier passt es hin. Ja. Mit den Einschränkungen müssen wir leben. Wir brauchen eine Feuerwehr. Und eine Polizeistation. Da nehmen wir ruhig hier diese Hauptquartiere. Die können auch quasi alles erreichen. Was haben wir hier noch im Gesundheitswesen? Swimmingpool. Yoga-Garten finde ich auch eine gute Idee. Wir brauchen Parks. Was haben wir hier noch? Diesen botanischen Garten. Das finde ich eigentlich hier in der Sichtlinie ganz gut. Passt aber nicht hin, wenn er auch zu groß ist. Passt hier neben das Krankenhaus. Das funktioniert. Dann setzen wir den hier vorne hin. Park. Dann haben wir noch den kleinen Spielplatz.
Wir haben hier noch diese Plätze mit den Pickentischen. Das machen wir hier oben beim Bahnhof. Hier passt es hin. Platz mit Bäumen. Ein paar Sportaktivitäten für die Schülerinnen und Schüler sollten wir auch machen. Das machen wir hier vorne, den Tennisplatz, Basketball. Hier. Oh, Beachvolleyball, wo haben wir den? Reitstall, oh, das wäre natürlich interessant. Hier ist noch ein bisschen Lücke, da brauchen wir nochmal einen Park. Kleiner Park, das ist auch mal groß, der kleine Park. Gucken mal, wie sich das jetzt gleich ausgeht mit den mit den Höhen. Japanischer Garten, sehr gut. Ja, haben wir sonst irgendwas vergessen? Die Post fehlt noch. Die muss an die Hauptstraße. Wir brauchen noch eine Bank. Das ist jetzt ein neues Element. Setzen wir sie hier an den Bahnhof. Den öffentlichen Nahverkehr machen wir dann demnächst. Haben wir hier noch vielleicht Campus, brauchen wir alles nicht. Aber haben wir hier noch die Bibliothek. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Für bildende Künstler, das wollen wir alles nicht. Öffentliche Bibliothek, die ist groß. Ne? Nee, da haben wir keinen Platz. Die Müllabfuhr, die kriegt das alles hin. Hoffe ich. Guck mal, das sieht gut aus. Ja, nehmen wir hier nochmal die Möglichkeiten. Ja. Prima. Fußwege brauchen wir dieses Mal nicht. Dann setzen wir jetzt hier noch die letzten, oder die Zonierung. Das machen wir, glaube ich, nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Dann machen wir dann direkt mit weiter. Blenden die Konturen aus, blicken hier auf die auf den Rohentwurf von Friedrichsfeld oberhalb der Autobahn, unterhalb des Pumpspeicherkraftwerks ein weiterer Ausbau. Da oben sehen wir es, das Pumpspeicherkraftwerk. Viel Verkehr, ich werde den Individualverkehr noch verbieten, das mache ich aber wieder off-cam. Ich denke, wir verlassen Viridis an dieser Stelle wieder. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.